Dieser Herr gibt eine gute Comicfigur ab. Eine Zeichnung sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Der französische Comiczeichner Olivier Martin lebt und arbeitet seit 2 Jahren in Japan. Das Land der aufgehenden Sonne hat ihn schon immer fasziniert. Zunächst wegen seiner geografischen Lage. Der japanische Archipel liegt am anderen Ende der Welt und erstreckt sich in einem 3000 Kilometer langen Bogen von Norden nach Süden. Ein Inselstaat, der aufgrund seiner einzigartigen Geschichte, Kultur und Gesellschaft mit keinem anderen zu vergleichen ist. Olivier hat sich im Zentrum der Hauptinsel Honshu niedergelassen, in Kyoto. Die ehemalige kaiserliche Hauptstadt Japans gilt heute als Hüterin der Traditionen. In ihrer Vielfältigkeit ist sie ein Spiegelbild des Landes. Für Olivier, der seine Anregungen aus dem Alltag und bei der Beobachtung von Menschen holt, ist Kyoto die ideale Stadt. Ah, Vogel. Okay. Alles ist gut. 320 Yen. Unglaublich. Was ist das denn? In Salzwasser eingelegte Gurken. Die haben Biss, sehr gut. Ich bin jetzt immerhin schon 2 Jahre in dieser Stadt und staune jedes Mal wieder, wenn ich hierher komme. Faszinierend, diese Farben, diese Gerüche. Dieser quirlige Ort ist sozusagen die Küche von Kyoto. Kyoto ist von Bergen und urwüchsigen Wäldern umgeben. Das Leben hier ist äußerst angenehm. Sowohl landschaftlich als auch kulturell hat diese jahrtausendealte Stadt für das japanische Volk einen hohen Stellenwert. Ihre alten Viertel, ihre zahlreichen Monumente und Tempel und ihre Zen-Gärten erinnern ständig an die den Japanern wichtigen Grundprinzipien: Respekt, Harmonie und Stille. Prozession, eine belebte Pflasterstraße, Markttrubel. Jeder Winkel Kyotos wäre ein gutes Zeichenmotiv. Doch das Land ist groß und das Reiseskizzenbuch verlangt nach Abwechslung. So bringt das in Japan hochentwickelte Transportmittel der Zug Olivier an sein nächstes Ziel, die Pazifikküste. Mit einem kurzen, obligatorischen Zwischenstopp. Hiroshima, eine auf Tonnen von Trümmern wiedererbaute Stadt.
Am Morgen des 6. August 1945 explodiert über Hiroshima die erste kriegerisch eingesetzte Atombombe. Als eines von wenigen Gebäuden überstand der Kuppelbau der Industrie- und Handelskammer diese Apokalypse. Die Umrisse seiner Überreste zeichnen sich heute am nördlichen Ende des Friedensparks ab, wo jeder die Friedensglocke läuten kann. Das berühmte rote Torii, die heilige Pforte zur Insel Miyajima mit dem Shinto-Schrein. Dies ist ein heiliger Ort Japans und eine Touristenhochburg. Für Olivier, der zum ersten Mal hier ist, eine Postkartenansicht. Kyoto ist bereits weit weg. Very good. Thank you. Hi, do so. Hi, okay. Okay. Like that? Jetzt bin ich selbst dran. Dafür zeichne ich sie. Ah, Sie filmen auch. Sie filmen mich und ich zeichne Sie, okay? Es werden immer mehr Menschen um mich herum. Dieser Herr gibt eine gute Comicfigur ab. Die Gemeinde Miyajima bildet einen Kontrast zur Ruhe und Beschaulichkeit, die der restlichen Insel einen Hauch von Ewigkeit verleihen. Seit der Erbauung des Shinto-Tempels Itsukushima, also seit dem 6. Jahrhundert, ist Miyajima ein heiliger und geschützter Ort. Das erwartet einen am Eingang eines jeden Tempels, eine shintoistische Tradition. Man soll sich die Hände reinigen. Linke Hand, rechte Hand. Und wer mag den Mund? Die Kelle waschen. Dann darf man den Tempel betreten. Und den Besuch genießen. Shinto, der Weg der Götter, bezeichnet die animistischen Glaubensrichtungen, die auf der Verehrung allgegenwärtiger Gottheiten basieren. Der erst im 12. Jahrhundert fertiggestellte schwimmende Inselschrein von Itsukushima ist drei Meeresgöttinnen geweiht. Wie alle Shinto-Tempel wird auch er von allen Gesellschaftsschichten besucht. Dieser Tempel wird nicht nur besichtigt, er ist ein